Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944. 800 Bomben in 25 Minuten. Zwischen dem 25. Mai und 6. Juni wurden ungefähr 2000 Bomben abgeworfen. 42 zerstörte Häuser, darunter drei große Bauernhöfe. 42 Häuser mehr oder weniger beschädigt. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944 die Zielvorgabe an Oberst Terenz Otwe und seine Männer. Zerstörung der Kanonen der Batterie von Merville-Franceville vor dem Auslaufen. Die Operation ist sorgfältig vorbereitet. Vor dem Eingreifen der Fallschirmjäger. Gelände muss pausenlos bombardiert werden. Das eigentliche Ziel wird verfehlt. Das Städtchen Gonneville an Auge wird getroffen. Von insgesamt 750 Männern finden sich nur 150 an diesem Ort wieder zusammen. Oberst Otwe beschloss den Angriff. Er musste zwei Gegenangriffe von mehreren Stunden eines Regiments der 21. Panzerdivision hinnehmen. Nach der Eroberung der Batterie sind nur noch 80 der 150 Fallschirmjäger einsatzfähig. Sie schlossen sich am Kalvarienberg von Gonneville an Auge zusammen. Juni 2009 zu Ehren der letzten Repräsentanten dieser Erstürmung. In Anwesenheit von Frau Terenz Otwe.